Tafel ließen. Und bei Ihnen? Schriften angebracht? Noten, sagen Sie mir, beziehungsweise des Todes sehr verschieden. Bezüglich dieser Aufgabe mit Kaltenbrunner gesprochen? Nein, nie. Ich war nur ein einziges Mal Logum für Kaltenbrunner zusammen. Wann war das? Das war ein Tag nach seinem Geburtstag im Jahre 1944. Welche Stellung hatten Sie im Jahre 1944? Ja, 1944 war ich Amtschef D1 im Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt in Berlin. Meine Dienststelle war die frühere Inspektion der Konzentrationslager in Oranienburg. Und welches war der Gegenstand dieser Besprechung, von der Sie eben reden? Es handelte sich um einen Bericht des Lagers Mauthausen über sogenannte namenlose Häftlinge und deren Einsatz in der Rüstungsindustrie. Obergruppenführer Kaltenbrunner sollte darüber eine Entscheidung fällen. Aus diesem Grunde kam ich mit dem Bericht des Kommandanten Mauthausen zu ihm. Er fällte aber keine Entscheidung, sondern verwies mich auf später. Bezüglich der Lage, der örtlichen Lage von Mauthausen, wollen Sie zur Klarstellung noch erklären, in welchem Bezirk Mauthausen liegt? Mauthausen? Ist das Oberschlesien oder Generalgouvernement? Mauthausen? Ja, Auschwitz. Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Ich meine Auschwitz. Auschwitz liegt im ehemaligen Polen. Später wurde es nach 1939 wurde es der Provinz Oberschlesien einverleibt. Ist es richtig, wenn ich annehme, dass die Verwaltung, Verpflegung und so weiter der Konzentrationslager ausschließlich dem Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt unterstand? Jawohl. Einem Amt, das völlig getrennt ist von dem Reichssicherheitshauptamt. So richtig. Und Sie waren bis zum Kriegsbeginn 1939 war die Lage in den Lagern, was Verpflegung, Unterbringung und Behandlung der Häftlinge betraf, wie in jedem anderen Gefängnis oder einer Strafanstalt des Reiches auch. Die Häftlinge wurden zwar streng behandelt, aber an eine methodische die Verpflegung und Unterkunft war zu diesem Zeitpunkt völlig den anderen Häftlingen der Justiz und Masseneinlieferungen politischer Häftlinge und später in den besetzten Gebieten von Häftlingen der Widerstandsbewegung einsetzte, kamen die Baulichkeiten, die Erweiterungen der Lager nicht mehr mit der Zahl der eingelieferten Häftlinge. Who was responsible for the order to kill all inmates at Mauthausen concentration camp shortly before the end of the war? Herr Präsident, darf ich zu diesem
drei Dokumenten einige Worte sagen. Sie sind erstmals in dieser Stunde in den Prozess eingeführt worden. Es ist mir daher erst jetzt möglich geworden, über diese sehr schweren Vorwürfe mit dem Angeklagten zu sprechen. Er hat auch mir gegenüber in Abrede gestellt, dass die niedergelegten Behauptungen der Wahrheit entsprechen. Ich glaube, es würde eine Verletzung meiner Pflicht als Verteidiger sein, wenn ich nicht jetzt schon bitte, diese Zeugen zu hören. Es könnte sein, dass später die Staatsanwaltschaft... But, Dr. Kaufmann, what is the point of delaying the trial? I have just said that you might make application, and you know perfectly well that application has to be made in writing. I've said twice to the witness that you, Dr. Kaufmann, his counsel, can apply for the calling of any witnesses you like in rebuttal. What's the good of delaying the trial by getting up and making an application in verbally now? Es liegt mir fern, zu verzögern. Aber ich wollte nur hiermit jetzt schon klarstellen, dass ich den Zeugen haben möchte. Ich werde den Antrag schriftlich einreichen. Did you understand the question, Defendant? Ja, Sie haben mich gefragt, wer diesen Befehl auf Tötung von Häftlingen am Kriegsende in Mauthausen gegeben hat. Darauf antworte ich, ein solcher Befehl ist mir nicht bekannt. Ich habe einen einzigen Befehl nach Mauthausen gegeben, der zum Inhalt gehabt hat, das gesamte Lager und alle Häftlinge sind ohne jede Misshandlung dem Feinde zu übergeben. Dieser Befehl ist in Gegenwart des Zeugen Dr. Höttl von mir diktiert worden und durch einen Offizierskurier nach Mauthausen geschickt worden. Ich verweise auf die Aussage Höttl, in welcher er dies ausdrücklich bestätigt. Ich habe auch in einem Fragebogen durch meinen Verteidiger einen zweiten Anwesenden um dieselbe Auskunft gebeten. Dieser Fragebogen steht noch aus. I didn't ask you about that order. I asked you about an order to kill all inmates at Mauthausen concentration camp shortly before the end of the war. Who was responsible for that order? Were you? Nein. Ich habe diese Frage auch schon erstes beantwortet. This time you are acquainted with the person who tells the story, Z. Rice. You were acquainted with him? Z. Rice. Jawohl, Z. Rice kannte ich. And you had your picture were to be led into the tunnels of the factory Birkenstock. And only one entrance was to be left open. Then this entrance. Anleger. Ich habe diese Stelle nicht gefunden. Will you wait? Any gas into this automobile? I only drove it, but I know that prisoners were being gassed. The gassing of the prisoners was done on the urging of SS Hauptstubenführer Dr. Kressbach. Paragraph. Everything that we carried out was ordered by the Reich Security Main Office. Furthermore, by SS Obergruppenführer Müller or Dr. Kaltenbrunner, the latter being chief of the security police. Then passing to page 5, visited the concentration camp Mauthausen. The camp commandant, Z. Rice, Goleiter Eigruber, first leader of the protective custody, Camp Buckmeyer, and several others accompanied Kaltenbrunner. I saw Dr. Kaltenbrunner and the people who accompanied him to or the matters set forth in the affidavit. Ich behaupte dies mit aller Entschiedenheit und möchte vor allem anderen darauf verweisen, dass Sie, Herr Ankläger,
erklärt haben, dass diese Aussage am Sterbebette Zierreis von Zierreis abgegeben wurde. Aber nicht gesagt haben, dass das, was Sie auf einer Schreibmaschinenseite jetzt auf Seite 7 und 8 verlesen haben, wiederum nicht von diesem Zierreis stammt, sondern von jenem Hans Marsalek, der überhaupt den Rahmen für diese Aussage abgibt. Dieser Hans Marsalek, den ich selbstverständlich nie in meinem Leben gekannt habe, ist so, wie die beiden anderen Zeugen, mussten die Opfer alles, was sie hatten, ablegen, die Kleider niederlegen, sich völlig ablegen.